Salam Deutschland. Oder soll ich lieber sagen Salam Österreich? Denn heute haben wir eine gebürtige Wienerin bei uns zu Gast, die uns mitnimmt in ihre Welt und ihre Erfahrung. Ihr könnt es schon teilweise aus dem Titel ablesen. Vorab bitten wir den Sound zu entschuldigen. Uns ist bei der Aufnahme scheinbar ein kleiner Fehler unterlaufen und haben versucht, diese Podcast-Erfahrung, diese Folge noch so angenehm wie möglich für euch zu gestalten und haben auch schon eine kleine Wiedergutmachung eingeplant. Und zwar gibt es etwas zu gewinnen, ein kleines Gewinnspiel für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin, für dich. Was es genau ist, erfährst du, wenn du bis zum Ende zuhörst. Aber wir können schon mal sagen, wie du quasi teilnehmen kannst oder auch an sich, denn wir haben ein Newsletter gestartet auf salamdeutschland.de. Wenn du da drauf gehst, direkt der erste Link führt dich zu unserem Newsletter, wo wir von jetzt an monatlich Artikel und andere exklusive Inhalte, Reminder der Podcast-Folgen etc. raushauen. Ein bis zweimal im Monat, wo man eine schöne Übersicht bekommt. Ich denke, das wird jedem gefallen, der bisher diesen Podcast gehört hat. Und ganz einfach so könnt ihr teilnehmen. Seid gespannt dann, was wir für euch vorbereitet haben, später, wenn ihr das in der Folge hört. Und vergisst auch nicht, nimm die 5 Sekunden und abonniere bzw. bewerte diesen Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform du bist. Das hilft uns nämlich, mehr Leute damit zu erreichen. Wir wünschen dir viel Spaß und bis dahin. Bismillah und Assalamu alaikum erstmal. Wa alaikum salam. Bevor ich in die Vorstellung gehe, haben wir wie so immer zu Beginn eine Standardfrage. Ich frage diesmal nicht, ob welche Teesorte du bevorzugst, sondern grundsätzlich, ob Kaffee oder Tee bei dir ist. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich liebe beides extrem, vor allem aber, ich glaube, mehr Kaffee als Tee. Genau, ich habe jetzt aber versucht, ein bisschen weniger Kaffee zu trinken und bin jetzt auf Grüntee umgestiegen. Mhm. Genau, und ansonsten liebe ich Schwarztee mit Minze, das ist so typisch ägyptisch, sage ich mal, und mag ich auch sehr. Du hast auch jetzt schon ein bisschen was erzählt über deine Herkunft. Ich gehe auch direkt in die Vorstellung. Einige haben es vielleicht auch schon rausgehört, es ist diesmal nicht Salam Deutschland, sondern eher Salam Österreich. Und wir haben Schwester Narmin Ismail bei uns, wo ich selber sagen muss, ich freue mich riesig über das Gespräch, was gleich kommt, weil du Journalistin bist. Ja, also du hast zwar Politikwissenschaften studiert, Religionspädagogik war das, glaube ich, auch, Journalistenschule durchgemacht, Videojournalismus sogar, wurdest ausgezeichnet, hast darin noch, glaube ich, 2 Bücher verfasst, über eins wir dann später sprechen werden, und pendelst aktuell zwischen Deutschland und Österreich, ich glaube, bei der Zeit, Deutsche Welle und ORF, wenn das noch richtig ist, Österreichische Rundfunk, ist das richtig? Genau, aktuell meisten Zeit online, aber ansonsten ist alles richtig, was du gesagt hast. Sehr schön. Und ich, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, dass ich mich wirklich freue, weil das eine Tätigkeit ist, die man natürlich irgendwie immer um sich herum hatte, ja, ob es jetzt Nachrichten, Fernsehen, Radio oder sonst was war. Aber in meiner Jugend kommt Kontakt zu diesem Feld einfach, ja, weil man wächst auf mit seinen klassischen Lieblingssportlern oder Entertainment-Branche oder wie, was auch immer. Und dann hat man so die andere Seite von den Eltern, der Wunsch, Akademiker in Richtung Medizin, Jura oder sonst was. Und dann ist dieser Bereich einfach nicht so auf dem Esstisch gang und gäbe in Gesprächen, ja. Wobei ich aber sage, das ist ja wirklich so elementar. Und umso mehr freut mich, dass ich heute mit dir einfach über dieses Thema sprechen kann. Deswegen vielen Dank erstmal, dass du da bist. Und ich würde den Rahmen vielleicht des Gesprächs schon mal setzen, indem ich mit einer initialen Frage anfange. Und zwar, was ist für dich eigentlich Journalismus? Dass wir direkt schon wissen, also aus welcher Perspektive du sprichst. Ja? Viele verbinden ja was ganz anderes damit. Eine gewisse Zeitung, ein gewisses Magazin, ein Radiosender, wie auch immer. Was ist aber für dich Journalismus? Das ist eine gute Frage, weil sie auch ganz viele, also Ebenen sozusagen beinhaltet, auch für mich jetzt persönlich. Für mich persönlich ist Journalismus eine Leidenschaft. Es ist meine Arbeit. Es ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Journalismus ist aber jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn wir es betrachten, auch sehr, sehr viel mehr. Journalismus ist kritisch, also ist kritisch sozusagen, um Fragen zu stellen, die vielleicht nicht jeder stellt, oder auch Sachen kritisch zu hinterfragen, die nicht kritisch hinterfragt werden.
Journalismus ist aber auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir jetzt über kritisch sozusagen über das Kritischsein und das Reflektieren sprechen, auch sehr, sehr wichtig, um also für eine Demokratie, weil es unterschiedliche Stimmen gibt, unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Lebensumstände gibt und all die sollten sozusagen gehört werden. Und so verstehe auch ich auch jetzt für mich Journalismus, dass im Journalismus jeder auch eine Stimme haben sollte. Und die auch ankommen sollte. Wir wissen aber auch, ich meine, ich komme ja auch aus der Politikwissenschaft, wie du schon gesagt hast, und auch aus der Diskursanalyse. Ich habe auch sehr viel zum postkolonialen Kolonialismus gemacht. Also das war ja auch eines oder das erste Buch, das ich geschrieben habe, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Postkolonialismus und auch vor allem zu der Frage, wer gehört wird und wer nicht im Diskurs. Und das ist für mich auch so eine Sache, die sehr, sehr viel natürlich auch mit Macht zu tun hat. Welche Stimmen werden gehört, welche Stimmen werden nicht gehört? Wer wird gefragt, wer wird nicht gefragt? Wessen Stimmen kommen an, wessen Stimmen kommen nicht an? Und das ist so etwas, was mich sehr, sehr stark beschäftigt in meiner Arbeit, weswegen ich auch Teil der Neuen Deutschen Medienmacherinnen bin, weil wir sozusagen einfach wollen, dass jeder, der... Und das ist eben dieser demokratiepolitische Ansatz, wenn wir sagen, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine Anstalt, in der wir alle sozusagen zahlen, haben wir auch einen Anspruch darauf, darin repräsentiert zu werden, so wie wir das möchten. Und jetzt habe ich natürlich ganz viele Themen angesprochen, aber das vielleicht kurz zu dem, was Journalismus für mich ist. Und du hast einen Aspekt jetzt benannt, und zwar... dass es deine Leidenschaft ist, ja, ist für dich deine Arbeit irgendwo. Wie kamst du denn überhaupt darauf? Also wann hat es irgendwann mal Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, das ist das, was ich will? Gab es ein Ereignis, wo du jetzt zu Ende gemeint hast, okay, wir werden nicht genug repräsentiert? Mit wir meine ich jetzt zum Beispiel der muslimische Kulturkreis im deutschen Raum. Gab es da so einen entscheidenden Faktor oder ist es einfach nur die Art und Weise, wie du auch eine Leidenschaft dann hast, Dinge zu hinterfragen, in ein anderes Licht zu stellen, Leuten eine Stimme zu geben? Kannst du da irgendwie identifizieren, warum du jetzt Journalistin bist? Eigentlich wollte ich nie Journalistin werden. Es war jetzt nicht so, dass ich als Kind schon sagte, ja, irgendwie ich schaue fern und genauso will ich sein, ich will moderieren oder irgendwie sowas. Irgendwie war mir diese Berufsklasse oder dieser Beruf gar kein Begriff. Es war mir gar nicht sozusagen, ich kannte das nicht. Ich kannte niemanden, der Journalist war oder so etwas. Also ich hatte jetzt nicht in unmittelbarer Nähe ein Vorbild oder jemand, wo ich sage, genau das will ich werden. Im Gegenteil, ich hatte mehr so immer das Gefühl, ich möchte mich für Menschen einsetzen, ich möchte irgendwie, weiß nicht, im Bereich Menschenrechte etwas machen, so in diese Richtung. Aber mehr war es nicht. Also ich hatte jetzt nichts Konkretes vor Augen. Es war aber so in meinem Fall, dass ich in der Schule sehr, sehr schlecht in Deutsch war. Zumindest hat man es mir immer gesagt, dass ich nicht gut bin in Deutsch. Ich war auch die Einzige so, auch von meinen Geschwistern, die direkt ins Gymnasium gekommen ist. Und mein Leben bestand irgendwie wirklich, oder meine Kindheit, aus einem sehr, sehr großen Teil wirklich nur darin zu lernen, um irgendwie ja keine Grammatikfehler zu machen und ja nicht irgendwie negativ aufzufallen, weil ich eh schon eine von sehr, sehr wenigen mit Migrationsgeschichte in meinem Gymnasium war. Und damals war das wirklich eine Besonderheit, sage ich mal. Und ich weiß auch, obwohl ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel spreche, dass ich eine Phase hatte, wo ich nicht gesprochen hatte, weil ich Angst hatte, einen Grammatikfehler zu machen und dass es irgendwie auffällt, dass ich nicht so gut bin. Jedenfalls kam es dann so, dass ich irgendwann einmal, da war ich, glaube ich, 16, mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass ich sehr gerne neben der Schule etwas machen würde. Ich wusste nicht was. Und sie meinte, es gibt diese Tageszeitung in Österreich, die heißt Der Standard. Mhm. Jedenfalls hatten sie eine Seite einmal in der Woche, die hieß Schülerstandard. Und das war eine Seite am Mittwoch, wo Schülerinnen und Schüler über Themen, die Schüler betreffen, schreiben konnten. Und damals meinte sie ja, sie hätte einen Freund in der Schule, der arbeitet da und ich könnte mich doch mit ihm irgendwie zusammensprechen und da vielleicht Fotos machen. Weil mein erster Eindruck oder auch meine erste Reaktion war, du weißt doch, ich kann das doch gar nicht. Genau, und dann hieß es, nein, aber du könntest doch fotografieren. Und ich so, ja, ich fotografiere voll gerne. Genau, mache ich gerne. Und das war dann so der Anfang von allem. Ich ging in diese Redaktion, Herrengasse, in Wien, in der Innenstadt sozusagen und traf da irgendwie auf diese Gruppe von Schülern und eine Studentin hat das geleitet.
Genau, und so fing das alles an. Also ich kam hin und sagte irgendwie, keine Ahnung, ich will fotografieren, ich habe gehört, das geht und so. Und dann hieß es, ja, passt, erzähl mal, was würdest du gerne schreiben? Und ich so, oh, ich habe mich gar nicht vorbereitet, keine Ahnung. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe irgendwie überlegt, was für Themen würden mich interessieren. Und dann meinte sie, ja, in einer halben Stunde haben wir eine Teamkonferenz, bleib doch gleich da. Und dann habe ich dieses Thema vorgestellt und eine Woche später hatte ich mein allererstes Interview in der Zeitung mit einem Bildungsexperten über die Rolle von Lehrern. Und da hast du schon ein paar Stichworte erwähnt, weil mein nächster Punkt wäre jetzt gewesen, welche Voraussetzungen denkst du, sollte man haben, weil du hast ja eigentlich einen Quereinstieg. Es war ja nicht wirklich, dass du wirklich Journalismus machen wolltest. Du hast jetzt gesagt, da war irgendwie die Möglichkeit, was zu machen. Du hast eigentlich Bilder gemocht zu schießen letztendlich. Im Deutschkurs warst du jetzt nicht die Spitzenschülerin in dem Sinne. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen überhaupt, ne? Ich meine, das Finanzielle kommt ja dann auch, wenn man sich für diesen Beruf sozusagen entscheidet letztendlich oder für diese Berufung, was dann wahrscheinlich eher der Fall ist. Kannst du das, es gibt ja eventuell Interessenten, oder Interessentinnen, die auch ähnlich wie du keinen hatten, der ihnen darüber erzählt hat. Ich glaube, so wirklich eine Voraussetzung in dem Sinne, also der Beruf sozusagen Journalist ist in dem Sinne nicht wirklich geschützt. Das ist jetzt nicht so, dass nur bestimmte Menschen sagen können, ich bin Journalist und der Rest ist das irgendwie nicht. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist das Handwerk. Also es kann nicht einfach jeder, also es gibt natürlich auch freie Schriftsteller oder freie Autoren oder Menschen, die zum Beispiel nur Kritiken und Kommentare schreiben, das befolgt dann andere Regeln. Aber wenn man wirklich Journalist sein möchte und Journalist ist, gibt es ein Handwerk, das extrem wichtig ist, wenn es viele unterschiedliche Perspektiven einbringt. Also Professionalität widerspricht in diesem Sinne im Journalismus aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht diese Eindimensionalität, die man schon auch sehr oft leider sieht. Das heißt, dieser Informationsauftrag, den man hat als Journalist, verlangt eine seriöse Recherche, eine faktenbasierte Berichterstattung etc. Das heißt, es gibt ein Berufsethos natürlich und es ist wichtiger, dass es da ein ausgewogenes, differenziertes Bild gibt von Sachverhalten und nicht nur eine Sicht oder eine Perspektive. Und was ich im Journalismus sehr, sehr viel auch gelernt und verstanden habe, ist diese Idee der Objektivität. Also dieses Ideal der Objektivität wird zwar sehr, sehr groß geschrieben, aber es gibt keinen Mensch, der objektiv ist. Und das ist halt auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Wer gilt als objektiv und wer nicht? Kann irgendwie, weiß ich nicht, ein Mensch mit Migrationsgeschichte über Clankriminalität schreiben oder muss das jemand sein, der keine Biografie, also Migrationsbiografie hat, weil der andere ist so nah dran? Und das sind so viele Themen. Kann eine Frau, die irgendwie sich feministisch engagiert oder sich als Feministin betrachtet, über Frauenrechte oder Frauenpolitik schreiben oder ist sie zu nah dran? Und das sind halt alles Fragen, die man sich dann natürlich auch selber stellt. Oder wo man auch damit konfrontiert wird, dass man vielleicht als Frau mit Kopftuch oder so oder als jemand, der offensichtlich Migrationsbiografie hat, dass einem vielleicht unterstellt wird, man sei nicht objektiv. Und da muss man halt die Frage stellen, wer ist denn objektiv? Was gilt als objektiv und was nicht? Warum? Also wer darf welche Themen machen? Und ich bin halt der Meinung, dass Journalismus auch nicht Aktivismus ist. Also da muss man halt auch eine ganz klare Linie oder Grenze ziehen. Das heißt, es muss einem natürlich schon auch bewusst sein, welche Themen sind mir zu nah, welche Themen kann ich nicht machen, weil ich da vielleicht dann doch zu aktivistisch bin und welche Themen kann ich objektiv auch betrachten und aus einer neutralen Perspektive sozusagen darüber berichten, ohne dass es mir zu nah geht oder ohne dass meine Meinung zu stark in den Fokus rückt und ich merke es nicht. Aber siehst du da einen Konflikt bei dir selbst oder hast du einen Konflikt zu Beginn gesehen, weil du meintest ja, du fandest, dass A, du kanntest niemanden, ja, was dieses Thema angeht. B, hast du dich vielleicht auch nicht repräsentiert gesehen in dieser Landschaft an Menschen mit verschiedenen Hintergründen und die auch entsprechend oder du als Auftrag das gesehen hast, entsprechend eine quasi Repräsentation auch voranzutreiben.
Siehst du da oder hast du da einen Konflikt gesehen oder hast du gesagt, okay, es war jetzt, also jetzt speziell gesprochen, ich kenne zum Beispiel wenige muslimische Journalisten. Liegt einfach auch vielleicht daran, dass ich mit dem Thema nicht viel zu tun habe, wie ich es Anfang gesagt habe. Mhm. War das so ein Motivator von dir und dann hast du aber gemerkt, na gut, dann stoße ich auf Grenzen, weil mein Auftrag ist nicht, wie du es gesagt hast, aktivistisch jetzt irgendwie das Bild gerade zu biegen. Oder wie hast du das empfunden? Also ich hatte so an sich nicht wirklich einen Konflikt in dieser Sache. Es gibt, wie gesagt, also ich habe jetzt sehr viel auch über diese Eindimensionalität gesprochen, auch darüber, dass Menschen, also jeder Mensch auch eine begrenzte Sicht auf Sachen hat, also nämlich nur seine eigene Sicht, wenn er sozusagen auch nicht kritisch reflektiert, wie er denkt oder welche Vorurteile er hat, weil die fließen ja einfach auch automatisch und unbemerkt in die Berichterstattung ein, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, wie zum Beispiel die Bebilderung oder die Themenwahl oder die Sprache. Das sind alles Sachen, da macht es einen riesen Unterschied, wie denke ich eigentlich persönlich von dieser Sache. Und das merkt man natürlich, wenn man sich genauer ansieht, wie über den Islam oder Muslime oder bestimmte Bevölkerungsgruppen berichtet wird. Und das ist halt natürlich ein Missstand, dass eine bestimmte Gruppe, also bestimmte Vorurteile auch über die Medien immer wieder bestärkt werden. Und dass diese Gruppe sich einfach nicht repräsentiert fühlt. Und da geht es jetzt nicht nur um Muslime, sondern allgemein um einfach soziale Randgruppen, die nicht genug Gehör finden. Und da finde ich es persönlich wichtig zu sagen, okay, Moment einmal, wo bleiben diese Menschen? Wo bleiben ihre Geschichten? Wo bleiben ihre Meinungen? Und ja, also wir wissen ja alle, dass Medien sehr, sehr viel Macht haben und die öffentliche Meinung auch bestimmen und beeinflussen. Und das ist halt genau das, was ich vorher gemeint habe mit irgendwie die Wichtigkeit für eine Demokratie. Das ist sozusagen auch die vierte Gewalt. Also man kann das nicht unterschätzen. Man kann aber auch nicht, also das ist auch etwas, was mich so oft, womit ich sehr oft konfrontiert werde, nämlich, ach, Medien, die sind schuld an allem und dass wir so schlecht behandelt werden. Mhm. Und also da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich sage ja, aber Moment mal, wessen Verantwortung ist es denn, wenn nicht unsere, zu sagen, okay, warum gibt es nicht genug Menschen mit Migrationsbiografien in den Medien? Die gehören doch dahin. Warum gibt es sozusagen, ich meine, wir leben in einem Land, in dem ganz viele Menschen unterschiedliche Herkünfte haben, aber das spiegelt sich nicht wieder in den Redaktionen. Und deswegen finde ich, jetzt komme ich wieder zurück auf die neuen deutschen Medienmacher zu sprechen, deswegen finde es wichtig, dass man sozusagen das auch einfordert und sagt, wie sieht die Berichterstattung aus, warum ist sie so, wie sie ist und wie kann man das ändern? Und zwar nicht nur von außen hin mit diesem vorwurfsvollen Blick, ja, Medien sind an allem schuld und die verbreiten irgendwie alles falsch und viele Muslime wollen auch oft keine Interviews geben oder vertrauen Medien gar nicht mal mehr, weil sie sagen, ja, das Bild wird immer verzerrt und es wird immer dasselbe reproduziert. Okay, und jetzt? Also da darf es ja nicht jetzt stehen bleiben. Da muss man überlegen, gut, warum gibt es nicht genug Menschen, die unterschiedliche Biografien und Perspektiven haben in den Redaktionen? Was kann man da tun? Wie kann man das ändern? Wie kann man auch versuchen, in den unterschiedlichen Redaktionen, in den unterschiedlichen Positionen und Ebenen Menschen zu haben, die vielleicht eine andere Perspektive haben auf die Geschichten? Und das ist wiederum die Frage der Zugänge. Also ich hatte nicht wirklich das Problem, dass ich ein Problem oder eine Herausforderung darin sehe, dass ich Journalistin bin, aber eigentlich wäre ich gerne Aktivistin, das hatte ich nicht. Aber ich hatte oft sozusagen diesen Drang oder ich habe oft gesehen, wie wichtig es ist, dass ich einen anderen Zugang habe oder Geschichten auch anders erzähle. Ich meine, das hatten wir schon mal, dieses Pattern oder dieses Muster kommt immer wieder auf, auch in den Gesprächen, die wir jetzt mit anderen hatten. Und zwar diese grundsätzliche Frage, lehnt man einfach ab? Oder sind wir jetzt langsam in dem Zeitpunkt, wo wir mitgestalten bzw. mitgestalten müssen, wenn wir einen Missstand aufarbeiten wollen, wenn wir einen Missstand ändern wollen? Nicht nur im Sinne von, wie du es gesagt hast, Aktivismus und Sachen dann wirklich proaktiv dann, wie auch immer, ja, tatkräftig in eine ganz andere Richtung zu lenken, sondern auch dann zu sagen, hier sind die Zugänge zu diesen Geschichten, zu diesen Menschen, zu dieser Lebensweise, ja, die Leute eben haben. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht mehr darüber zu erzählen. Und deswegen fand ich es auch so schön, ne, das, wie du das dargestellt hast. Natürlich kann man auf der einen Seite kritisieren, was, denke ich, definitiv legitim ist und wir einen großen Missstand dort haben. Aber die Frage ist, wenn wir nicht unsere Geschichte erzählen, dann erzählt sie jemand anders über uns.
Das ist halt einfach so, ne? Das ist auch in der Geschichte so gewesen. Die Geschichte haben die Leute immer geschrieben, die gewonnen haben, nicht die, die im Recht waren. Und das ist dann letztendlich auch, wenn du nicht mitspielst, kannst du nicht gewinnen. Und deswegen fand ich die Sichtweise sehr, sehr schön und auch nochmal bestätigen, dass das tatsächlich so ist, ne? Also, dass man, dass du jetzt auch nicht oder das nochmal bestätigst, dass das eigentlich Teil der Lösung ist und nicht einfach nur ablehnen und zu sagen, okay, ist alles schlecht, okay, aber was machen wir denn jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Wollen wir das einfach so akzeptieren? Kann ja auch sein. Funktioniert vielleicht in anderen Bereichen, aber ich denke mal, gerade im Stichwort Medien als vierte Gewalt ist es essentiell, dass man eben nicht sich beschwert auf der einen Seite und nichts macht. Hast du selber in deiner Arbeit diese Missstände gemerkt, dir gegenüber jetzt? Also je nachdem, in welcher Redaktion ich war, man muss ja immer bedenken, sind ja immer Menschen und Menschen sind menschlich, Menschen machen Fehler, Menschen leben auch sehr oft in ihrer sozialen Blase und haben vielleicht kaum jetzt irgendwie Kontakt zu Leuten, die anders sind, anders unter Anführungszeichen, weil ich werde oder wurde schon sehr oft als anders betrachtet, weil ich jetzt nicht so gängig bin sozusagen, wie ich aussehe oder wie ich denke oder welche Meinung ich habe oder einfach auch meine Biografie. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, dass in vielen Redaktionen, dass sehr viel gefragt wird über meine Religion, über meine Herkunft, darüber, was ich hier mache, wie ich hierher komme, wie ich es da geschafft habe. Und die meiste Zeit war ich ja beim Österreichischen Rundfunk zum Beispiel tätig. Und da habe ich sehr viel erlebt, also wirklich von Leute, die einfach die ganz normale, also ganz wirklich einfache, objektiv auch richtige und sachliche Bemerkung machen, nämlich du bist die Einzige, die hier arbeitet und Kopftuch trägt und keine Putzfrau ist. Das ist etwas, was ich gehört habe. Und das war eine ganz, vielleicht war das gar nicht als Beleidigung gemeint, das war einfach eine Feststellung, die stimmt. Aber da fragt man sich schon so, Moment mal, oha, es stimmt tatsächlich und was heißt das eigentlich? Und ich bin halt vom Typ her so ein Mensch, ich bin nicht jemand, der irgendwie, Gott sei Dank, also ich bin nicht schnell beleidigt, ich bin nicht schnell irgendwie auch in dieser Rolle, ja, gut, das sagst du jetzt, weil was auch immer, ja, also ich bin nicht so, ich bin eher jemand, der sehr wirklich viel mit Humor nimmt, sehr viel auch irgendwie mit Ironie nimmt und das einfach so betrachtet, weil ich mir auch so oft denke, okay, wir haben alle unsere begrenzte Sicht auf die Welt, wir haben alle unser Blick auf die Welt und es gab das einfach, als ich beim Österreichischen Rundfunk war, gab es das einfach noch nicht, noch nie, dass da jemand ein Praktikum macht, dass da jemand noch weiter irgendwie als freier Arbeitnehmer arbeitet, dass da jemand dann eine Anstellung kriegt und all das, und das war natürlich eine Veränderung für die Leute, die da gearbeitet haben und auch für viele eine Überforderung, weil sie sich dachten, oh Gott, wie gehe ich jetzt mit der um und darf ich mit der reden und darf die irgendwie dies, das, und da hat man halt auch dieses Gefühl bekommen, dass man total in diese Rolle ist, dass man sozusagen als Informationsstelle gilt für alle Fragen, die Menschen haben über alles Mögliche. War auch tatsächlich so, aber da muss man halt auch damit lernen, umzugehen und sich die Frage stellen, okay, wann ist es zu viel, wann ist es okay, wann ist es irgendwie eine persönliche Neugierde einer Person und wann dient es irgendwie wirklich irgendeiner Wissensvermittlung oder wie auch immer. Aber findest du es nicht auch signifikant? Also zumindest erlebe ich das so. Wenn ich dieses Beispiel noch nehme, du bist die einzige Frau mit Kopftuch, die keine Putzfrau ist. Das fällt auf, aber es fällt nicht auf, dass alle Frauen, also beispielsweise, wenn die Frauen nur Putzfrauen sind, in Anführungszeichen, wenn sie Kopftuch tragen, sondern es ist erst dann nur signifikant, wenn sie quasi da raus sind und plötzlich vielleicht auch ebenbürtig sind, in dem Sinne, in dem du auch Alltagspolitik darüber berichtest und quasi auch auf Augenhöhe mit dieser Gruppe, jetzt in dem Fall Redakteuren sozusagen, sprichst. Weil natürlich ist es eine objektive Aussage, aber ich finde, es ist schon signifikant, weil man nimmt es erst wahr oder es ist erst wahrzunehmen in dem Sinne, wenn es plötzlich bei mir auf Augenhöhe ist und wenn es in Anführungszeichen nur die Putzfrauen sind, dann ist das nicht mal erwähnenswert in dem Sinne. Ja, also teile ich auch so. Ich weiß, dass Aladin Mafalani, der Soziologe, der ja auch dieses Buch Mythos Bildung geschrieben hat und auch sehr viel auch zu dem Thema macht, der meinte halt auch mal in einem Interview vor ein paar Jahren schon,
So bei der Putzfrau war das Kopftuch kein Problem, aber heute ist es plötzlich ein Problem. Richtig, ja. Warum eigentlich? Und ich glaube auch, dass es um diesen, also es gibt auf jeden Fall auch eine Art sozialen Aufstieg oder dass unsere heutige Generation halt einfach sagt, okay, Moment mal, wir haben genauso irgendwie da zu sein oder wir erheben Ansprüche und ist auch unser Recht und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ist ja immer so, wenn sozusagen mehr Menschen Teil von etwas sein wollen, dass die anderen vielleicht irgendwie das Gefühl haben, sie müssen kürzer treten oder sie sind nicht, also die haben vielleicht nicht mehr das ganze Stück vom Kuchen, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Ja, richtig. Es gab natürlich schon sehr viele Frauen mit Kopftuch, die da Putzfrauen waren. Mhm. Waren die extrem stolz auf mich. Also die haben mich alle gefragt, was machst du da? Ich war auch letztens, also vor dem Lockdown essen im Sommer mal in Wien und da wurde ich angesprochen, es war ein syrisches Restaurant und dann wurde ich angesprochen von dem Koch, der kam irgendwie raus und meinte, ich kenne dich, du hast beim Österreichischen Rundfunk gearbeitet und so richtig stolz gewesen und oh mein Gott und ich so, ich habe mich leider nicht erinnern können, die Person, die hat halt in der Kantine gearbeitet. Jedenfalls ist es schon so, dass die Menschen dann extrem stolz sind und das Gefühl haben, hey, Moment mal, die hat es geschafft, es gibt jemand von uns, der es geschafft hat, es gibt jemand, der sozusagen mitmischt und nicht nur irgendwo hinter der Theke steht, sondern auch irgendwo dessen Stimme gehört wird oder auch der unsere Stimmen hört und vielleicht weiterbringen kann oder weitervermitteln kann. Und das erfüllt mich auch mit sehr viel Freude, weil natürlich, also wir haben, also ich sehe, dass ich sehr viele Privilegien habe und das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich bin stolz auf mich, weil ich habe jetzt vielleicht nicht so viel getan dafür, sondern ich hatte einfach wirklich, ich bin ein privilegierter Mensch. Und das sehe ich auch so. Und ich bin halt jemand, der sagt, ich möchte etwas zurückgeben. Ja, ich finde auch, du hast ein schönes Bild skizziert gehabt, ne? Wo wir auf der einen Seite jemanden hatten, der so objektiv vielleicht diese Sichtweise hat, aber vielleicht dann auch kritisch, weil wie du es gesagt hast, jetzt mischt ein Player mehr mit. Und dann auf der einen Seite sozusagen die Sicht, okay, einer von uns hat es geschafft. Das heißt, da merkt man auch, wie so ein bisschen, es entsteht ja irgendwo nie etwas aus nichts und dann verteilt sich das irgendwie ganz schön. Und du hast dann so die einen, die jetzt merken, okay, wir werden etwas mehr repräsentiert und dann auf der anderen Seite, okay, wir haben jetzt einen Teil mehr abzugeben dieser, in Anführungszeichen, Repräsentation. Eine letzte Frage vielleicht zu dem Bereich, weil es mich einfach nur interessiert, wenn es zu persönlich bist, dann brauchst du auch nicht darauf antworten, aber hattest du schon jetzt quasi in deinen, ich meine, ist ja schon fast ein Jahrzehnt, wo du in dem Bereich tätig bist, weil es kann ja auch eine Angst sein vielleicht für Leute, jetzt Muslime oder auch Leute Migrationshintergrund mit einem gewissen Wertekorsett einfach, mit dem sie kommen, wo sie denken, okay, vielleicht muss ich das jetzt ablegen, grundlegend. Hast du schon mal so Situationen gehabt, wo du gedacht hast, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, weil, egal aus welchem Grund, ob es jetzt das Kopftuch ist oder irgendwas anderes, oder meintest du, okay, nee, ist vielleicht so eine irrationale Angst, die man hat? Ich glaube, die Frage ist halt wirklich, ich stehe zu dem, was ich bin, mit allem, was dazu gehört, was auch immer es jetzt ist, ob es meine Hautfarbe ist oder mein Dialekt, der leider nicht mehr so stark da ist, aber wie auch immer, was auch immer es ist, was zu mir gehört, ich stehe zu dem, was ich bin und ich glaube auch nicht, dass die Lösung wäre, und das erkennen auch viele Menschen, die dann sagen, okay, ich gebe das Kopftuch runter oder ich verändere mich äußerlich, damit ich gesellschaftlich akzeptiert werde. Es funktioniert genauso wenig, weil, also für viele funktioniert das auch nicht wirklich, weil sie dann merken, okay, ich bin da mit mir selber nicht zufrieden oder ich bin mir selber nicht treu geblieben oder wenn ich das Kopftuch runtergegeben habe, meine Haare sind ja dennoch schwarz oder meine Haut dunkel oder wie auch immer. Dieser Gedankengang oder diese Idee überhaupt, ich lege mal einen Teil meiner Identität ab, irgendwie vorne an der Garderobe und gehe zur Arbeit, weil das funktioniert so nicht. Mhm. Und ich sehe es halt so. Und ich hatte viele Situationen, wo mir nahegelegt wurde, mich anzupassen, wie auch immer man das jetzt so konkret für sich interpretieren möchte. Aber ich bin nicht der Typ Mensch, der so etwas macht, was auch immer das jetzt ist, oder ich habe mal das Beispiel bekommen, ich muss ja auch eine Krawatte tragen, obwohl ich es nicht möchte. Also könnte es ja sein, dass jemand anderer etwas anderes ändern muss, damit er seine beruflichen Ziele und die Karriere erreicht und seine Karriereleiter schneller. Also genau so Sachen habe ich immer wieder gehört. Und klar, also man denkt vielleicht drüber nach, aber bei mir persönlich, ich habe diese Überlegung so nie wirklich gehabt, weil ich einfach
glaube ich, mit mir sehr zufrieden bin, mit dem, wie ich bin und wer ich bin. Und ich möchte auch jetzt nicht unbedingt mich anderen anpassen, weil ich glaube, das hat nie ein Ende, wenn man sich anpasst oder wenn man sich versucht, zurechtzubiegen für wen anderen. Es ist immer falsch, also auch in einer Beziehung. Es ist immer falsch, sich also zu sich nicht selber zu stehen, sage ich jetzt mal für mich, oder sich nicht selbst treu zu sein, um für wen anderen zu passen. Wo führt das hin? Also ich denke, das führt nirgendwo hin, weil man dann nie passt. Also man muss ja immer wieder irgendwas anderes ändern. Ja. Und wie gesagt, irgendwann steht man an dem Punkt, wo man sich denkt, okay, wie kann ich meine Hautfarbe ändern oder meine Haarfarbe oder meine Augenfarbe oder sonst was, weil irgendwas wird immer nicht passen. Und das ist halt die Frage dann, wo zieht man die eigene Grenze? Und meine Grenze ist halt für mich ganz klar, dass ich sage, ich bin, wie ich bin, und ich spreche das auch in Bewerbungsgesprächen an. Falls das Thema wird, sage ich, okay, ist es ein Problem? Warum sprechen Sie es an, das Kopftuch? Wie gesagt, ich möchte auch, ich erwarte auch mittlerweile, dass mein Arbeitgeber zu mir und hinter mir steht, weil wir wissen ja ganz genau, es gibt so viele, also auch Hassnachrichten und Bedrohungsszenarien und was ich nicht alles erlebe und bekomme für Nachrichten. Und es ist wichtig und es darf nicht irgendwie vernachlässigt werden, dass der Arbeitgeber hinter einem steht und möglicherweise auch rechtliche Unterstützung zuversichert etc. Und das macht sehr viel aus und es macht einen großen Unterschied aus, ob ich jetzt irgendwie mich alleine fühle oder ob ich in einem Netzwerk bin oder in einer auch in einer Firma, wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, man steht zu mir und hinter mir. Das sind so Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Vor allem, um das dann auch abzurunden ist, ich meine auch nur so ebnet man den Weg, ja, damit andere sich auch sozusagen nicht, also ein bisschen weniger den Druck haben, sich verändern zu müssen. Ja, als du es auch eben erwähnt hast, dass man da auch durchaus diese Freude empfinden kann, ist, da hat es, dieser Gedanke, jemand von uns hat es geschafft, weil man dann weiß, okay, so können es dann auch mehr tun, ohne das jetzt irgendwie verformt zu haben, ohne dass da jetzt irgendein Kompromiss stattgefunden hat, ja, symbolisch jetzt nur. Man nimmt das ab, dafür kann man das machen und so weiter, sondern nein. Und du hast es ja gesagt, wozu führt das eigentlich hin? Weil wir haben in der Geschichte gesehen, es führt zu ganz vielen Sachen. Dieser Drang von Menschen, dass sie ihre Hautfarbe ändern wollen, dieser Drang von Menschen, dass sie sich verändern wollen, um irgendetwas anderes da passend zu sein. Und dann würde man wahrscheinlich jetzt, also ich habe jetzt nicht die Kompetenz, aber theologisch geht man dann auch in diesem Konzept als Muslim zum Beispiel, was unterwirft man sich eigentlich? Ne? Was ist dann quasi das höhere Ziel in dem Ganzen? Ist, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend. Ich würde aber das dann dabei belassen und so einen Schwenker machen zu der nächsten Thematik, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, klar, bitte. Genau, und zwar hast du das schon erwähnt gehabt, teilweise und initial auch. Ich meine, du bist nicht nur Journalistin. Ich glaube, man ist auch, wenn man Journalistin ist, nie nur Journalist. Man hat so viele andere Projekte, wo man auch einfach tätig ist und an denen man dann sich selber auch dann weiterentwickelt. Und eins davon ist quasi, du hast schon eines der Bücher angesprochen zu Beginn des Gesprächs, und ich wollte jetzt auf das nächste Buch, was, glaube ich, schon 2016 rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Und zwar geht's damals, glaube ich, noch, als die ganze Flüchtlingsdebatte viel, viel größer war und aktuell so ein bisschen verstummt ist in der ganzen Corona-Politik und Co., aber sich gewisse Sachen wahrscheinlich noch gar nicht geändert haben. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du dort eigentlich als Dolmetscherin unterwegs, ja, bei verschiedenen Etappen der Flucht, so heißt auch das Buch, ne? Etappen einer Flucht und dann quasi Tagebuch einer Dolmetscherin von dir, wo du versuchst, die Sichtweise dieser verschiedenen Etappen, und dann schließt sich auch wahrscheinlich der Kreis, zu präsentieren und eigentlich auch mal von einer anderen Perspektive eben aufzuzeigen. Worum ging es dann tatsächlich genau in dem Buch und warum, wie kam es zu diesem Projekt? Ja, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, aber wenn ich jetzt so überlege, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, passt das eigentlich sehr, sehr gut zu dem, wo ich sage, Sprachrohr sein für diejenigen, die keine Stimme haben. Und das hat alles damals so begonnen. Ich war beim Österreichischen Rundfunk angestellt, das heißt, ich habe da Vollzeit oder mehr gearbeitet und war da sehr, sehr viel mit diesen Themen konfrontiert natürlich, weil 2015 sehr, sehr viele Menschen gekommen sind. Und ich habe dafür eine Sendung gearbeitet, die heißt Wien heute, also wirklich jeden Tag um 19 Uhr so die wichtigsten Nachrichten aus Wien, und bin da sehr viel auch unterwegs gewesen, habe Menschen getroffen an der Grenze hier und da, Fragen gestellt etc. Und ich habe halt einfach für mich gemerkt,
dass diese Art zu arbeiten, nämlich dieses Tagesaktuelle und schnell, schnell, nur 2 Stunden, fährst zu dem Ort, machst das Interview in 5 Minuten, kommst zurück, bist im Schnitt, textest, während du im Schnitt bist, dann gehst du rein, nimmst den Text auf und das hat mich so, also das war für mich so unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, Moment mal, diese Menschen haben so viel mehr zu erzählen, aber die haben dann diesen Raum gar nicht, weil die Zeit nicht vorhanden war. Und das hat mich wirklich belastet, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, fühle mich voll schlecht so. Ich habe mich auch so gefühlt, als würde ich die Leute ausnutzen so. Okay, eine Frage, zweite Frage, okay, ich muss gehen. Und das bin ich nicht, also ich bin nicht so. Und ich dachte mir so, Moment mal, das erfüllt mich nicht, das freut mich nicht, das reicht mir nicht. Und ich habe damals wirklich sehr, sehr viel auch übersetzt in meiner Freizeit. Also ich bin wirklich direkt von meiner Arbeit zum Bahnhof gefahren, teilweise die ganze Nacht dort gewesen, um zu übersetzen, weil am Anfang waren nicht so viele Leute da und haben wir übersetzt für die Leute. Und das war aber nicht nur einfach übersetzen, es waren Menschen, die gerade so viel hinter sich haben, die gerade irgendwie in irgendwelchen Zügen in Ungarn oder am Bahnhof festgehalten wurden, die hier und da geschlagen wurden, die so und so viele Kilometer zu Fuß gegangen sind, die gerade aus dem Krieg kommen. Und das war natürlich einfach eine sehr große Belastung für diese Menschen, aber auch für uns, die sowas noch nie erlebt haben und nur aus den Nachrichten kennen, ja, es gibt Kriege in Syrien seit einigen Jahren. Okay, und dann hast du diese Menschen vor deiner Haustür. Und das war natürlich eine sehr, ich habe Gänsehaut, ich kriege eben mal Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke, weil es war wirklich eine sehr emotionale Situation und ich habe da so viele Gespräche geführt mit Menschen, die sehr, wirklich sehr emotional waren, sehr intensiv waren. Menschen, die begonnen haben zu weinen, die mir gesagt haben, bitte sag den Österreichern hier, wenn du schon die Sprache sprichst, wir machen nichts, wir wollten gar nicht gehen, aber wir mussten gehen und wir wollen doch nur leben, wir wollen, dass unsere Kinder in die Schule gehen. Also auch mit diesen Vorurteilen konfrontiert, wo sie noch gar nicht hier ankamen. Nämlich wir wissen, wir sind teilweise gar nicht erwünscht, aber wir wollen doch gar nichts. Und dieser Drang der Menschen, erzähl unsere Geschichten, bring die da, wo du bist, an, erzähl sie den Menschen, weil du die Sprache sprichst und weil du uns verstehst und auch unsere Sprache sprichst. Das hat mich wirklich dann dazu gebracht, dass ich begonnen habe zu schreiben. Aber es war noch gar nicht so gut, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich wollte einfach nur schreiben, um diese Geschichten festzuhalten. Und ich wusste noch gar nicht, was das wird. Das war teilweise auch nur für mich so, ich schreibe das mal runter, dann habe ich mir das aus der Seele geschrieben. Also sozusagen Schreiben als Therapie. Und danach im Dezember, Ende Dezember wurden die Grenzen, also gab es ja dieses Istanbul-Abkommen mit der EU. Da bin ich dann mit einem Kollegen, der Fotograf ist, auch in die Türkei geflogen und wir waren auch in Griechenland, weil dann die Idee aufkam, Moment mal, wir haben jetzt so viele Menschen kennengelernt an den Bahnhöfen in Europa, an der Grenze. Wir wollen wissen, was haben die eigentlich für eine Reise hinter sich und wir wollen dahin gehen und schauen, sie begleiten und schauen, wie war dieser Weg und wie war die Entscheidungsfindung, dass man nach Österreich kommt oder die Balkanroute nimmt oder das und das macht und wirklich die Menschen so auf dieser menschlichen Ebene begegnen. Dann sind wir auch wirklich ganz spontan von heute auf morgen dahin gefahren oder geflogen, haben da Menschen begleitet, interviewt, besprochen, also mit Menschen gesprochen. Und dann kam ich zurück und dann war irgendwie der Vertrag fertig. Okay, du unterschreibst jetzt einen Vertrag und es wird ein Buch. Und ich war so voll überfordert, oh mein Gott, was für ein Buch. Und ich arbeite doch Vollzeit und Abgabe war irgendwie im Mai. Ich hatte irgendwie nur 2-3 Monate. Aber es ging alles sehr, sehr schnell. Und mir war einfach wirklich nur wichtig, das sozusagen zu tun, was ich den Menschen auch gesagt habe. Ich werde eure Geschichten schreiben, ich werde sie erzählen. Und das habe ich dann auch gemacht mit diesem Buch. Ich versuche mich in deine Lage hineinzuversetzen, weil natürlich weißt du, was irgendwie auf dich zukommt. Und du hast es ja beschrieben, du wolltest nicht mehr dieses, okay, ich benutze mal eure Sachen, um dann irgendwie im Tagesfernsehen dann irgendwas zu repräsentieren. Das hat sich wie Ausnutzen gefühlt. Mhm. Und dann, ich meine, guck mal, das ist ja so, man liest das in den Nachrichten, man hat diese Statistiken, aber das sind ja alles nur Zahlen, das ist so abstrakt, das ist für einen nicht greifbar. Mhm. Gab es was für dich, womit du, obwohl du wusstest, was auf dich zukommt, nicht gerechnet hast, weil du gesagt hast, okay, warte, stopp, Moment. So, wo du vielleicht, ob es jetzt positiv sogar war, weil du positiv überrascht warst oder auch komplett negativ, gibt es da vielleicht irgendwie so einen Moment?
Boah, es gab so viele Momente. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber eine sehr, sehr intensive Situation oder sehr, also wirklich eine Situation, die ich nicht vergessen werde. Und das war auch ein Tag, wo auch mein Körper mir gesagt hat, okay, Moment mal, du kannst nicht mehr. Weil da an diesem Tag kamen hunderte Menschen an, hintereinander ein Zug und noch ein Zug. Und es war so viel zu tun am Bahnhof mit irgendwie, am Anfang mussten die Leute noch Tickets kaufen, das heißt, wir haben noch Spenden gesammelt und Tickets gekauft. Also es war alles so viel Chaos und so viel los und so. Jedenfalls war das auch ein Tag, wo viele Helfer auch vergessen haben zu essen oder Wasser zu trinken, weil einfach so viel los war und so viele Menschen Hilfe gebraucht haben und Wunden hatten und versorgt werden mussten medizinisch und dies und das und so. Und das war so eine Situation am Bahnhof, wo dann ganz viele Menschen auch, also ich kann mich an einen Moment erinnern, der auch im Buch sehr intensiv beschrieben wird, nämlich dieser Moment, wo du tausende Menschen gefühlt am Bahnhof oder auf den Bahnsteigen hattest und wirklich im nächsten Moment alle in den Zügen und eingestiegen und es ist alles leer und es ist überall still und du siehst nur die Kleidung, die sie hinterlassen haben oder die Stofftiere, die die Kinder da gelassen haben oder die kaputten Schuhe oder die Taschen oder was auch immer. Und das war immer so ein Moment, der war wirklich auch Gänsehautmoment, weil man sich einfach dachte, jetzt sind sie alle weg so. Und einfach wirklich von diesem Chaos und der Lautstärke und dem Geschrei auch der Kinder zu einfach nichts. Und in so einem Moment sah ich drei Kinder, drei ganz kleine Kinder. Es war eine afghanische Familie und ich sah einfach, wie diese drei Kinder, also drei Söhne, drei Brüder, so im Alter von, weiß nicht, der Älteste war vielleicht 8 und dann ging es runter mit dem Alter, wie die schreien und Richtung Gleis rennen. Und das Einzige, woran ich dachte, war so, oh mein Gott, die müssen so aufgehalten, gerettet werden, was auch immer, weil die einfach Richtung Gleis liefen. Und keine Ahnung, vielleicht kommt ein Zug, vielleicht fallen sie runter, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dahin gerannt. Und habe dann irgendwie versucht, sie aufzuhalten. Und ich habe kein Wort verstanden in dem Fall, die irgendwas geredet haben. Und ich wusste nicht, wo ist das Problem, wo sind ihre Eltern, was ist los? Und dann habe ich verstanden oder realisiert, dass sie ihre Mutter gesucht haben. Und ihre Mutter war irgendwie in einen der Züge eingestiegen und auf der anderen Seite. Und für sie war der Weg zu lang, dass sie irgendwie den Gleis entlang und zum anderen Gleis rüber. Jedenfalls wollten sie oder haben nicht gedacht oder wie auch immer. Jedenfalls war das eine sehr emotionale Situation. Und ich habe irgendwie versucht, die aufzuhalten und habe sie auch aufgehalten. Und dann kam in dem Moment auch die Mutter, hat geschrien auf der anderen Seite, weil sie ihre Kinder gefunden hat. Und rannte auch in immenser Geschwindigkeit und war dann bei denen angekommen, hat sie angefangen, sie zu schlagen. Ich stand da und war so, nein, was passiert da? Schlag deine Kinder nicht so. Und dann hat sie in den Arm genommen und es war alles sehr emotional. Und in diesem Moment bin ich irgendwie, also bin in Ohnmacht gefallen, weil das so intensiv und extrem war und weil ich auch echt an diesem Tag vergessen habe zu essen. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann weißt du, dass wir dieses Buch inshallah an unsere Gäste verschenken werden. Alles, was du machen musst, wie am Anfang gesagt, ist es, auf salamdeutschland.de zu gehen und den Newsletter zu abonnieren. Ihr seht den Link direkt an allererster Stelle und jeder, der den Newsletter abonniert innerhalb der nächsten 2 Wochen, wird inshallah ausgelost, eine Person davon, die dieses Buch und weitere intensive Eindrücke von Schwester Narmin und ihrer Arbeit erhält und das Ganze als kleine Wiedergutmachung. Ich hoffe, die Folge hat euch bis hierhin Spaß gemacht und es geht auch schon weiter. Vergiss nicht, auf salamdeutschland.de zu gehen und den Newsletter zu abonnieren. Und das war wirklich eine sehr intensive, sehr, sehr extreme Situation. Aber es gibt so viele andere Situationen, auch Väter an der Grenze, die. Ich habe einen traumatisierten Vater getroffen, der seine Tochter ist im Meer ertrunken. Und ich habe so viele Sachen gehört. Und ich dachte mir, es kann nicht sein. Also jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, dass wir über Flüchtlinge reden oder Geflüchtete reden und von dieser Masse sprechen, die kein Gesicht hat, die keine Geschichte hat. Wir wissen nicht, was die Schicksale sind. Und dann treffe ich diese Menschen mit diesen Schicksalen. Und erzähl ihre Geschichte nicht, das geht nicht. Und da war sozusagen die Motivation auch für das Buch zu sagen, ich will das erzählen, was ich da erlebt und gehört habe und auch was ich gesehen und gefühlt habe. Nämlich, wie gesagt, ein Mann, der völlig traumatisiert ist und irgendwie nur von seine Tochter ruft und er befindet sich aber irgendwie gerade an der Grenze zu Österreich und
ruft seine Tochter und ich gehe zu ihm und sage ihm, wo ist deine Tochter, kann ich dir helfen, wo hast du sie das letzte Mal gesehen? Und dann fängt er an zu erzählen, er hat sie im Meer, im Boot das letzte Mal gesehen, und ich verstehe erst im Kontext und im Verlauf des Gesprächs, dass sie ertrunken ist, und versuche dann auch ihm zu helfen oder zu suchen, wo kann man ihm Hilfe geben. Und das waren natürlich sehr extreme Situationen, die sehr viel auch erfordert haben an Kraft und allem. Aber da erkennt man halt auch, was diese Menschen durchmachen und auch, was es bedeutet. Jetzt haben wir in Österreich irgendwie zwei Kinder, die abgeschoben worden sind, und wo man sich so denkt, okay, ich lese die Nachrichten, zwei Kinder abgeschoben, aber was heißt das? Wo sind die Eltern? Was heißt das für ihre Mitschüler? Was heißt das für die? Und da, diese Geschichten zu erzählen, diesen Schicksalen auch ein Gesicht zu geben, diesen Menschen ein Gesicht zu geben, ist auch eine Aufgabe, die die Journalisten haben und die sehr, sehr wichtig auch ist. Ich glaube, auch nur so kann man, also jetzt, wo du das beschrieben hast, ne, und dann wahrscheinlich, wie man das dann auch in dem Buch liest, nur so kann man ein Stück weit überhaupt verstehen, was das heißt, ne? Weil ich meine, als jemand, der hier aufgewachsen ist, privilegiert ist, sich eigentlich nicht beschweren darf, wahrscheinlich noch nie in seinem Leben hungrig war. Selbst wenn jetzt, wie zum Beispiel du, wo den ganzen Tag geackert hast, war das nicht, weil du keine andere Möglichkeit hast, sondern das war jetzt einfach in dem Flow und das ist so passiert und irgendwo deine Entscheidung, ja, schafft man es einfach nicht, diese Brücke zu schlagen von einer Statistik oder von einer Schlagzeile bis hin zu, da ist eine Mutter, die so wahrscheinlich emotional geladen war, ja, dass die ihre logische Reaktion war, da Klaps auf den Hinterkopf zu geben für ihre Kinder und die dann festzuhalten, weil man einfach nicht weiß, also das macht das Ganze menschlich letztendlich auch. Und das hast es, da hast du es wieder aufgenommen, ja, wenn man nicht die Geschichten erzählt, dann werden sie halt erzählt von anderen, die gar nicht diesen Kanal vielleicht dazu haben, die das auch nicht wollen, die das in ein anderes Licht darstellen wollen. Ein Phänomen, was ich jetzt aber in dem Kontext auch sehe, ist, also ich weiß nicht, wie das läuft, ja, oder das tägliche Doing auch. Irgendwo, jetzt zum Beispiel ist ein ganz anderes Thema ganz repräsentant, gar keine Frage, Corona beispielsweise. Aber die Flüchtlingsrouten, die sind ja, die hören ja nicht auf. Die Camps gibt es ja immer noch teilweise. Jetzt ist eine grundsätzliche Frage vielleicht jetzt, um das ganze Thema abzurunden. Meinst du, dass diese Leute dann eigentlich bei uns in der Gesellschaft auch nur so lange leben, bis also solange über sie halt nicht nur berichtet wird, sondern auch wirklich ihre Geschichte erzählt wird, und sobald es dann aufhört, leben sie in unserer Welt sozusagen nicht mehr, in Anführungszeichen, wenn das Sinn gemacht hat. Also sie leben nur in unserer Gegenwart, wenn es auch wirklich Leute gibt, die von ihnen erzählen, die nicht nur über sie erzählen, sondern von ihnen erzählen und auch ihr Gesicht versuchen zu skizzieren in ihre Geschichten sozusagen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr ist, das ist zum Beispiel bei mir so, tritt der Alltag ein und ich vergesse, dass es Flüchtlinge gibt in Griechenland, ich weiß nicht wo, auf den Routen, die versuchen mit allen Mitteln, obwohl sie nicht flüchten wollten, flüchten und dann eben diese ganzen Schicksale erleben, die du jetzt zwar nur angeschnitten hast wahrscheinlich. Also um dahingehend auch die Wichtigkeit davon festzulegen, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die das auch als Auftrag haben, wie zum Beispiel bei dir in dem Fall, diese Geschichten zu schreiben. Ja, also wir leben halt alle in unseren Blasen und wir haben alle unsere Themen, die uns beschäftigen. Aber es gibt so viel mehr da draußen. Und ich denke mir halt sehr, sehr oft, wenn wir diese Geschichten nicht erzählen, wir Journalisten, kommen die vielleicht nie an. Also man würde nie wissen irgendwie, warum Menschen flüchten oder wie ihr Leben oder ihre Realität aussieht, wenn man diese Geschichten, also wenn man keinen Zugang zu diesen Menschen hat oder ihre Geschichten nicht erzählt. Und so verhält es sich auch mit ganz vielen anderen Themen. Und das sind wichtige Geschichten, weil es muss uns doch interessieren, wie es unseren Mitmenschen geht und wer sozusagen auch schlecht dran ist in dieser Gesellschaft und oder wo es Missstände gibt. Es darf nicht einfach so gut, das betrifft mich nicht, also interessiert es mich nicht. Dann sind wir halt keine Bürger, die irgendwie auch mündig sind und sozial irgendwie sich engagieren oder Bescheid wissen über andere. Und wenn wir jetzt über Social Media zum Beispiel reden, gibt es ja auch diese extrem gute Dokumentation über Social Media. Social Dilemma heißt die, wo es halt wirklich auch nochmal auch aufgezeigt wird, was es bedeutet, dass wir alle in unserer Blase leben und nur mit Informationen versorgt werden, die wir sehen wollen, nämlich das, was sozusagen unsere Meinung bestätigt. Und dann lebt jeder in seiner eigenen Wahrheit und wird gar nicht mit der anderen Wahrheit oder mit der anderen Meinung oder mit der anderen Realität
konfrontiert und die sozialen sozusagen Grenzen oder einfach diese unterschiedlichen Welten. Also man verhärtet sich halt auch und dann kommt man gar nicht mehr zusammen. Gibt es gar keinen Konsens mehr oder gar kein, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung oder es gibt diese Perspektive und diese Perspektive, sondern nein, es gibt dann für bestimmte Menschen nur die AfD, die richtig ist und nur die bösen Ausländer oder nur die falschen, weiß ich nicht was. Und dann, also das ist gefährlich, das ist wirklich sehr gefährlich, weil ich mich halt dann auch immer frage, wo führt das hin? Und ich finde, um da quasi auch anzuknüpfen, um dann jetzt den Kreis komplett zu schließen, in Anführungszeichen, gerade auch dieses kritische Denken, weil mir fällt sofort, wenn wir jetzt, also ich springe jetzt mal inkonventionell quasi jetzt so islamische Prophetengeschichte, ja, und wir haben das Beispiel von Abraham, also Ibrahim alaihissalam, wo er auch quasi als, die leben alle in ihrer Blase sozusagen und er macht oder er traut sich dann eigentlich diesen Schritt zurück zu machen und dann zu überlegen, diese Steine und sonst was einfach so anzubeten und von denen irgendwas zu fordern, das macht gar keinen Sinn. So, und er begibt sich dann auf seine eigene Suche nach Gott und der Wahrheit und alles Ganze, aber das Initiale, was irgendwie hervorgeht, ist A, so das kritische Denken, was er voraussetzt, um für sich selber dann auch die Wahrheit zu suchen und die Sachen um sich herum in Frage zu stellen, um sie nicht einfach so blind zu akzeptieren und das, was immer die vorherigen Generationen einfach so gesagt haben und sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das eine, und man sieht dann auch im zweiten Schritt, wo er fordert irgendwie so in Beweis, im Gespräch mit Allah, also mit Gott, wo dann gefragt, wo er direkt gefragt wird, glaubst du mir jetzt gerade nicht? Und er sagt, ja schon, aber ich bin als Mensch ja auch neugierig so ein bisschen, ich will diese Neugier ein bisschen stillen, dass dieser Drang, wenn der nicht, also wenn man den entfernt, wie du gesagt hast, dann lebt man plötzlich einfach in einer eigengebauten Wahrheit und ist blind letztendlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein koranisches Bild, was man hat, ne? Dass die Menschen dann blind werden, wenn sie sich verschließen und dann fehlt ihnen einfach auch das, die Fähigkeit nachzudenken und all das Ganze, was dann damit einhergeht. Ich finde, das ist mir gerade einfach nur eingefallen und ich fand das nur ein schönes Bild sozusagen dazu. Mit einer Frage, vielleicht hast du eine kurze Anekdote oder eine Botschaft vielleicht an jemanden, der zuhört, ob es jetzt jemand ist, der auch in den Journalistenbereich geht oder grundsätzlich einfach nur die muslimischen Zuhörer, die überwiegend jetzt zuhören, die du vielleicht in diesem Kontext mitgeben möchtest. Also ich glaube, ganz wichtig ist, ganz egal, was man macht, dass man zu sich steht, dass man weiß, wer man selber ist, wer man selber sein möchte und dass man sozusagen auch darauf hinarbeitet, das zu werden, was man sein möchte. Ganz egal, welche Obstacles, Hindernisse, Herausforderungen es auf dem Weg gibt, es ist wirklich, es zahlt sich aus, zu versuchen und nicht aufzugeben. Und deswegen, also ganz egal, wie Menschen dich entmutigen und dir sagen, nee, wird nicht, geht nicht, kannst nicht, mach nicht, whatever, mach einfach, wenn du davon überzeugt bist, dass du es machen willst und dass es dir Spaß macht und dass du da etwas beitragen kannst, dann tu es und lass dich nicht davon abhalten, was andere dir sagen. Namin, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch nochmal geholfen, quasi die Wichtigkeit auch von dem nochmal für mich selber zu bestätigen, von dem, was du machst. Deswegen wünsche ich dir auch sehr viel Erfolg an deinem aktuellen Projekt und den zukünftigen Projekten. Und ich hoffe, dass das auch so ein Stück weit Pionierarbeit ist, jetzt in deinem Kontext vielleicht für Österreich oder auch in den anderen Bereichen, wo du tätig bist. Aber allgemein, glaube ich, ist es wichtig. Wir müssen anfangen, unsere Geschichten oder allgemein auch die Geschichten so zu erzählen, wenn wir meinen, sie wird nicht objektiv genug oder nicht gerecht genug erzählt, dann macht es, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn, genau wie du es gesagt hast, mitzuspielen und vor allem auch keine Abstriche dann zu machen in der eigenen Identität. Ich danke dir nochmal vielmals. Ich wünsche dir noch viel Erfolg, wie gesagt. Salam. Malikum Salam. Salam. Salam.